tätowieren und wir dem sehen auf elsassisch eine Stunde lang. Das ist vom 2 bis am 3 jeden Tag nur elsassische Musik und das ist schon gefitzt auf ihrem Sender francebleu-elsass.fr 3/4. France Bleu Elsass. Auf francebleu-elsass.fr c'est Marit mit unserem Gast, so wie jeden Tag im Studio. Er geht uns zu, da sind wir mit dem Adrien Fernig. Adrien, bonjour. Que de mort, ja. Ihr seid vom Elsassische Museum von Strasbourg. Genau. Wie ist der Wetter, für die, die nicht wissen? Das ist am Nikolaustor, der Quai Saint-Nicolas, 22-24 Quai Saint-Nicolas, am Stort entlang. Voilà, und man verrappelt nicht, es ist groß genug. Und da kommen wir jeden Tag hingehen, gell? Jeden Tag, bloß nicht am Dienstag, aber du sonst vom 10 bis 6 zu Abend. Am Sonntag, am Sonntag, am Wochenende. Bloß nicht am Dienstag. Weil ihr noch nicht da seid, noch? Wir sind da, aber wir müssen uns auch mal, wenn das Museum leer ist, für Ausstellungen richten. Ein Museum, wie immer lebt. Immer lebt. Dann sind viele, die denken, ich bin schon dir gesehen, aber nein, es sind andere Sachen, wie immer dazukommen, als es nicht selber ist. Und was es nicht gibt momentan, das wird er uns erzählen in ein paar Minuten. Auch mit der Herbst Gützdei, wie du an dem Wochenende sind, du bist auch wieder viel. Und Grüselnacht, viele Leute warten drauf, es ist immer voll, voll, voll. Und da haben wir auch eine gute Nachricht für euch, bleiben mit uns. Zuerst kommt der Francis Cabrel. France Bleu Elsass. D'abord vos corps qui se séparent, et seuls dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. D'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines. Tu te retrouves seule, assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Endroits deux fois trop grands, t'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Encore et encore, Francis Cabrel, France Bleu, Elsass.fr. Encore et encore, on aura noch immer Neuigkeiten im Musée alsacien. Wir reden davon mit euch, Adrien Fernig. Adrien, schon einmal, was findet man in dem Musée, für die wir noch nie dort sind? Also, in dem Musée findet man
Sorgen gegenstand aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ewig soll das eilische Leben im Elsass, also Mövle, Hafen, Stiel, Geschirr und Spielsorgen. Spielsorgen, ja, es ist eine große Sammlung an Spielsorgen. Und was auch schön ist, sind auch Zimmer von alten Häusern, wie nur gemacht sind worden. Stub. Ja, eine schöne Stub, eine Küche und bloß für den Ort, für die schönen Straßburger Häuser aus dem 17. Jahrhundert, ist es durch ein Besuch wert. Und sind viele, die denken, ja, ich bin schon einmal dort gewesen, aber ihr habt es gesagt, am Dienstag soll es zu uns noch Neuigkeiten bringen. Ja. Zum Beispiel, was kann man momentan sehen? Du? Also, wir haben eine Ausstellung, wie man anfängt. Das heisst Altträume aus der Vergangenheit. Und jedes Jahr machen wir so eine Ausstellung, für euch dunkle Seite von der elsässischen Kultur zu entdecken. Und das Mal ist über die Schmerzen von den Soldaten vom Ersten Weltkrieg. Also, wir wissen es ja, es sind Trauma, also entweder mit dem Körper oder im Geist. Und das waren wir uns vertiefen in die schmerzhafte Welt. Und das werden wir also erleben im Elsässischen Museum. Zum Beispiel an dem Wochenende kann man hier auch kommen, ihr macht mit. Und er gibt es da. Und da gibt es noch etwas Wichtiges. Es ist immer viel Erfolg. Und Gruselsnacht, was ist das genau, Gruselsnacht? Gruselsnacht ist am nächsten Dienstag, am 18. September. Und da kommt man ins Museum und das Museum wird ganz gruselig. Das heisst, wir wollen erst Angst machen. Und das Ding ist, für eine Botschaft wiederzugehen, kann man viel Sachen machen, aber auch durch die Angst geht es. Also, enger als 10 Jahre alt ist es verboten. Also, es ist ziemlich trash, wie man jetzt sagt. Und trotzdem ist viel zu sehen. Es wird einmalig sein. Und also einfach die Phantasmen, die Angst, die Weh von den Soldaten vom Ersten Weltkrieg, also Sex, Gewalt, Folter, Operation, also. Da haben wir ein paar jetzt durchgespitzt. Aber nicht nur für das kommen, gell? Da sind noch andere Sachen, zum Beispiel vor dem Wochenende. Wir werden das erwähnen in unserem nächsten Rendezvous mit France 3 mit 9h50 le matin. In 3 Minuten, aber zuerst noch Schlauberitter mit Mutterspruch. France Bleu Ilsos. France Bleu. Wer sah denn, dass wir die Letzten sind, die uns im Elsass lehnen? Die nicht für Geld und Gewinn und auch nicht für Knopfloch enden. Sich Zunge im Müll rumdrehen und Mütterspruch verrochen. Nicht meinen, sie haben nicht erfunden, sie noch besser und trachten. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und doch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzi, Gott sei Dank, Marken, Faxen. Und reden wie ne Frey und Funk, der Schnabel ist gewachsen. Flieht unser Dialekt mit den Häschelizonen. Da wo die schön Geist mit Respekt und Kultur auch den wohnen. Denn in der Tiefe ist er kein und lässt sich nicht ins Roden. Er ist ein Stück Natur und kein Kleid wie Hemd vor der Mutter. Elsässer immer nur, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzi, die Gott sei Dank machen keine Faxen. Und reden wie ne Frey und Frank, der Schnabel ist gewachsen.
Maîtresse Rimeno, Fionne, Sucelle de Schwerfeuge. Die Welt ruft Schlosse Sinn und dorötige Schädel dem Holde. Es gibt noch so Letzi, die Go-Zeit und Morgen kein Faxe. Und rede wie ne Frey und Fromm, der Schnabel ist gewachsen. Mit der Spruch, mit der Schlapperritter auf franceblueelsos.fr, wo wir jeden Tag miteinander Zeit verbringen, 10 Stunden lang, vom 7. Mai bis am 6. Zuwe. Und das mit ihrem Mutterspruch auf Elsass, ist der einzige Sender auf Internet, mit ihrem Spruch. Und die teilen wir miteinander auf franceblueelsos.fr und auch mit der Applikation France Bleu. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Studio de France Bleu Alsace, où on retrouve Jonathan Val. Bonjour, Jonathan. Guten Hervé, guten Morgen, Nola. Alors, de quoi est-il question rue Joseph Massol aujourd'hui? Vite, Guémarie Mélissage au Muséum von Strasbourg. On va au Musée alsacien de Strasbourg à l'occasion des Journées du patrimoine. Tout une file sera reconnaissante. Et on en parle avec Adrien Fernick. Adrien, bonjour. Bonjour. Im Alsace Museum ist es los, das ganze Jahr, gell? Und man kann an jede Zeit angehen, sich immer etwas anders. Zum Beispiel, was erlauben wir, wenn man zuerst kommt, du am Samstag und am Sonntag am Derbütztag? Also, Samstag und Sonntag sind Derbütztag überall in Frankreich und in Europa. Und was wir euch vorschlagen im Elsassischen Museum, sind kleine Führungen am Samstag und am Sonntag über verschiedene Themen. Also, es ist nicht lang, es ist ganz kurz. Und da waren wir so, zum Beispiel so einfach über die Blumen in der Elsassischen Volkskunst oder über Tierwald oder über Tafel und Tafner und auch wollen wir euch vorschlagen, unsere Ausstellung zu besichtigen. Voilà, das Museum machen so wie sonst, gell? Den ganzen Kern machen noch. Ganz klar, aber noch dazu sind kleine Führungen, da kann man Sachen entdecken, wie man sonst nicht kann entdecken. Also es ist immer viel Erfolg an der Erbgütstei, muss man da reservieren oder kann man so kommen, aber man muss vielleicht warten, oder wie geht's? Manchmal muss man warten, aber es ist doch offen von 10 Uhr bis 6 Uhr zu Abend, sondern am Morgen ein bisschen weniger Leute. Heute erwähnen es ist kostenlos, aber doch nicht umsonst. Und also einfach kommen, es ist ziemlich, im Museum ist doch viel Platz, normalerweise muss man nicht warten. Und da gibt es noch so Vierungen, wie gesagt, machen wir noch Vierungen auf Elsassisch? Diesmal nicht, ja. Leider, aber es kommt bald wieder für Weihnachten. Wir haben schon einige für unsere Ausstellung. Reden noch nicht von Weihnachten. Reden noch nicht von Weihnachten. Wir haben es noch am anderen. Zuerst Herbgütstei. Und natürlich ist es das ganze Jahr Weihnachten. Ja. Man wird es erwähnen. Und zum Beispiel für die, wie schon eben an dem Wochenende, gibt es auch die Gruselsnacht. Und da warten viel drauf. Jedes Mal ist es komplett ein paar Wochen vorher. Aber ich glaube, das Mal noch eine gute Nachricht. Ja, wir haben noch Platz für die Gruselsnacht. Am nächsten Dienstag, am 18. September. Am Morgen gibt es eine Seance und wieder um 10:30 Uhr. Und also kommen sie noch die letzten Billette, die zu verkaufen sind, an der Kasse vom Elsassischen Museum. Und was ist das Gruselnacht, ganz schnell? Gruselnacht, das ist das Museum wird ganz gruselig. Und es ist enger 18 Jahre verboten. Und wir waren Slaven, also die Phantasmen und die Angst und Weh von den Soldaten vom Ersten Weltkrieg. Entdecken, erlauben in der. Und wie kann man das noch reservieren für das? An der Kasse vom Elsassischen Museum. Man muss angehen und das Billett kaufen. Und das ist 6,50 €, gell, hat er gesagt? Genau. Aber wunderbar, das ist also, wie gesagt, am nächsten Freitag und an dem Wochenende der Gütstei, da mache ich auch mit. Hervé, ce week-end, donc, pour les Journées du Patrimoine, vous pourrez aller au Musée Alsacien de Strasbourg pour de belles visites. Et puis, si vous avez déjà quelque chose de prévu pour ce week-end, mardi prochain, il vous donne rendez-vous pour une nuit de la peur avec peur et fantasme des soldats la Première Guerre mondiale. C'est un peu comme le train fantôme, mais seulement c'est dans le musée, avec des conseils interdits au moins de 18 ans. Donc je peux vous dire que ça va foutre la trouille, si on peut le dire comme ça. Il y avait Rang, je crée. Jonathan, ça tombe bien, puisque nous aussi, nous allons parler du musée alsacien tout à l'heure, effectivement, dans le cadre du Festival européen du film fantastique de